Recht herzlich willkommen zur 94. Folge von Grand Age Medieval. Ja, wir sind mit unserem Händler unterwegs und der kommt jetzt hier in Ossova an oder wie das auch immer heißen mag. Ossova, ja, ich glaube schon, heißt so. Und ja, wir wollen dann mal gucken, dass wir hier was verkaufen können, aber das sieht gerade nicht so toll aus. Ja, da ein bisschen. Da geht gut wie gar nichts auch. Fünfe. Hier macht es auch so einen Riesensatz gleich. Kohle, 8 Stück. Kaufen kann man ja nichts, weil hier sowieso nichts ist. Wie sieht es denn hier überhaupt aus? Da müsste man dann auch mal was bauen, ne? Da fehlt es aber jetzt an Kosten. Ja, der Rest fehlt auch, aber erstmal gerade kein Geld. Da sollten wir auf jeden Fall nochmal reinschauen, das ist ne? Unmöglich. Jetzt kann er aber. Jetzt ist nicht mehr unmöglich. Gut. Wie geht's hier? Das lohnt schon gar nicht. 200 haben wir davon dabei. 134, ein bisschen geht da. Da geht er runter. 55 verkauft, das ist nicht schlecht. Ja, das können wir sogar noch zukaufen. Wir haben es bei 250 gekauft, ne? War kein Deal. Nehmen wir 20 noch mehr mit. Haben wir das jetzt gemacht? Ich weiß es nicht. So, das lohnt sich aller Rest nicht. Schon unterwegs. Auf in die nächste Stadt. Ja. Und wir müssen jetzt erstmal Geld machen in irgendeiner Form. Damit wir irgendwen unterhalten können, ne? So, hier ist 200. Geht aber auch relativ zügig runter. Dreier können wir da verkaufen. Hier lohnt es eigentlich schon gar nicht. Aber ein bisschen was machen wir. Hier ist ein besserer Preis zu erzielen. Komm, die Zähne machen wir. Das lohnt eigentlich auch nicht. Machen wir aber trotzdem ein bisschen. So, einkaufen. Ja, Brot geht gleich hoch. Bier auch. Salz geht auch hoch. Der Rest ist teuer. Dann war es das erst hier. Exquisit. Ziehen wir da hoch. 5000 ist es hier jetzt mal gerade in Plus. Ah, da war es schon wieder. Rote Zahlen. Jetzt warten wir nochmal ab. Kommt Händler von Süden. Und wieder rot. Aber das bringt mir jetzt nicht weiter. Ich kann es ja mal ausgleichen dann, aber dann bringt mich das überhaupt nirgendwo hin, ne? So, jetzt geht's mir jetzt ein bisschen. Sechse. Sieben. Ja, hier 229 drunter. Einer weg. Ja, das lohnt auch nicht. Zukaufen gibt's ja auch nichts. Schon unterwegs. Auf nach Krakau. Schon unterwegs, genau. Da gibt's eine Hungersnot. Felle, gleicher Preis. Honig. 7 Stück verkauft, toll. Einen verkauft. Da lohnt es auch nicht. Auch einen verkauft. Mitnehmen gibt's nichts. Ist ja auch fehlgelaufen. Schon unterwegs.
Jetzt laufen wir mal hier zu unserer neuen Stadt, denke ich mal hin. Ausgeschlossen. Ausgeschlossen. Schon unterwegs. So. Bei den Fällen geht noch was. Machen wir auch 10 Stück. 149. Ne, 81 ist es. Bringt's auch nicht. Hier bringt's ein bisschen mehr was. 5. Entschuldigung. So, und da kommen wir jetzt nicht hin, oder wie ist das? Sieht so aus. Das ist schlecht. Das heißt, wir müssten eine eigene Straße jetzt bauen, oder wie ist das? Kursk sitzen sie. Wir ziehen los. Die ziehen dahin. So, und dann erste Stadt auswählen. Zweite Stadt auswählen. Aha, geht. Und bauen. Ein schöner Weg. Und kann man den auch upgraden? Ja. Wir bauen alles aus. Gott. Und wo ist mein Händler jetzt? Hier? Ja. Tja, die Klamotten haben wir noch. Gucken wir nochmal rein. Hier geht noch was. Hier geht auch ein bisschen. Hier geht auch Zähne. Und da geht auf jeden Fall mehr. Ruft sich, wollte ich machen, passt. So, einkaufen, 120 Salz ist ganz gut. Das Bier ist schon teuer, ja. Das Brot geht. Aber lohnt tut sich's auch nicht dann. Ja, das war erstmal was. Mit Vergnügen. So, jetzt können sie da auch hinreisen. Die Straße wird ja hier gebaut. So, das dauert jetzt eine Weile. Sind die sehr langsam unterwegs, ne? Und dann wollen wir hoffen, dass wir hier was kriegen. So, wir haben eben 20.000 gehabt, ne? Da ist nicht mehr viel von da. Mann, das kann es nicht sein, oder? Unser Geld geht schnell flöten. Oh, das war zu spät. Ein bisschen Plus muss ich da rum haben, anders geht's nicht. Boah, 6, 9, 11. Alles rote Zahlen gerade. Kann aber was Weißes wiederkommen. Würde ein bisschen Sinn machen, ne? So, da haben wir was. Das können wir zukaufen, das können wir definitiv verkaufen. Das ist schon mal gut. Da geht auch was. Das sind 10.000. Hier geht auch was. Und da geht auch was. Passt. So, und da müssen wir was zukaufen. Ja, da ist nur das hier möglich.
Und das Tuch ist, glaube ich, sogar auch relativ günstig. Aber gelohnt hat sich das auch nicht. Gut. Wie sieht's produktionstechnisch denn hier überhaupt aus? Ach so, da müssen wir hin. 5, 5, 9, 8, 3. Ja, da müsste man da eigentlich noch eine bauen, ne? Mehr Tuch produziert wird. Gut, das läuft. Und jetzt gehen wir noch hier zu der einen Stadt. Die wollten wir ja auch noch bauen. Hier, da muss auf jeden Fall was passieren. Kein Geld mehr? Ne, kein Geld mehr. Das ist schlecht. 8000 brauchen wir. 5, 7, 17. So, das läuft. Jetzt haben wir noch 9. Das braucht 12. Keramik braucht 10. Tuch braucht 12. Und Hemden brauchen 20 sogar. Okay, dann lass erstmal den Wein bauen und dann sehen wir weiter. Okay. Dann packen wir wieder unseren Händler und gehen mit dem woanders hin. Mit Vergnügen. Ja. Sieht ja jetzt nicht rosig aus. Wir müssen irgendwie endlich Geld kriegen. Wo ist denn die Straße von denen gemacht? Ja. Kann man doch nochmal upgraden, ne? Macht das. Sind die beschäftigt? Fehlt's Geld gerade, ne? Kostet 16.000. So viel haben wir bei weitem nicht. Ich glaube, das können wir dann erst sein lassen. Gut, Brot könnte man hier verkaufen, ja. 4 davon weg. Das lohnt eigentlich schon gar nicht mit 80. Machen wir aber trotzdem. Ja, die 4 weg. Die alle weg. Die Kohle lohnt nicht. Damit wir ein bisschen Geld zusammenkriegen. Hier ist 120, können wir zukaufen. Das Bier ist schon teuer und das Brot, ja, wird auch gebraucht, aber ist auch teuer. Gut. Mit Vergnügen. Dann laufen wir da oben hin. Gucken uns da an, was da so geht oder auch nicht. Ich bin gerade am Überlegen, die Dinge ins Leute rauszukicken, ne? Ich glaube, das sollten wir tun. Weil die sind momentan im Unterhalt zu teuer für uns. Na, geht nix. Einer. Ja, wenn, dann wäre es die Kohle, die man hier mitnehmen kann, ne? Das geht gleich hoch, ja. Hier lohnt nichts. Mit Freude. Gut, laufen wir weiter. Gucken wir hier rein. 200. Oh, einer und dann geht's gleich runter. Zwei. Ja, einer. So, zukaufen. Können wir nicht, weil wir kein Geld haben. Kannst du so lassen. Mit Vergnügen. So, und die lösen wir alle auf. Die sind sowieso demoralisiert. Und das bringt uns dann auch nicht weiter. Irgendwo noch mehr. Hier oben rechts waren noch welche. Wie sieht's bei denen aus? Ah, die sind nicht demoralisiert, ne? Aber die schicken wir auch in das Nirvana, weil wir können sie uns nicht leisten zurzeit. Wir brauchen erstmal hier was auf Bekannte. Haben wir irgendwo noch Truppen stehen? Ja, hier. Ups, daneben gegriffen. Eine Einheit. Schickt ihr auch weg. Alle Mann zum Gasthof! Genau, das ist eine gute Aussage. Alle Mann zum Gasthof.
So, ich glaube, jetzt sind wir truppenlos. Gut, unser Händler ist da. Gucken wir hier nochmal rein. Lohnt nicht, lohnt nicht. Doch, der lohnt. Sechzehn weg. Die machen wir auch weg. Können wir was kaufen? Das Bier und das Brot. Nehmen wir vier Stück mit. So, da haben wir schon kein Geld mehr. Das war da und jetzt gehen wir erst wieder da oben hin, weil Mit das lohnt Vergnügen. sich vielleicht noch am meisten. Gut, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge auch erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.